Identitäre Bewegung hat ein Gebäude besetzt. Die Frage ist, warum haben wir das getan? Seit unserer Besetzung des Brandenburger Tors vor 3 Monaten hat sich an der Gesamtsituation in diesem Land wenig bzw. gar nichts geändert. Im Gegenteil, die Situation insgesamt ist wahrscheinlich noch schlechter geworden. Einige der Verantwortlichen dafür sitzen hier hinter uns in diesem Gebäude. Die Partei Bündnis 90 Die Grüne hat sich selbst den Multikulturalismus auf die Fahnen geschrieben. Gleichzeitig sind sie die, die meinen, an jeder Gelegenheit für Frauenrechte einzutreten. Dass sich das beides weiß, haben wir spätestens am Silvester in Köln. Seit Silvester in Köln können wir Pfefferspray in Drogerien und Baumärkten kaufen. Zwischen Schokoriegeln und Gummibärchen. Sind das die neuen Errungenschaften, die uns so bereichern sollen durch Multikulti? Ich glaube wohl kaum. Für das Ganze. Das hat ja überhaupt nichts mit der Masseneinwanderung zu tun. Multikulti, fremde Kulturen, chauvinistisches, patriarchistisches Systeme, aus dem Leute zu Millionen Einwanderern stehen in keinem Zusammenhang mit steigenden sexuellen Gewaltstrafen hier in Deutschland. Sie sagen, die Rape Culture in Deutschland wäre schon immer da gewesen. Und damit machen sie alle männlichen Bewohner dieses Landes prinzipiell zu Straftätern. Hui! 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 Wie sie zu dieser Erklärung kommen, ist sehr einfach, wenn man nach Hamburg schaut. Der Hamburger Vorsitzende der Grünen, Michael Rotsch, hat das Ganze nämlich so erklärt. Er sagte, er wüsste auch, dass ein noch so gut erzogener junger Mann in Deutschland ein potenzieller Vergewaltiger sei. An dieser Stelle kann ich nur sagen, Herr Grotsch, Sie sprechen nur für sich selbst. Wir werden für Multikulti nicht den Preis bezahlen. Den Preis der Unversehrtheit und der Sicherheit unserer Schwestern, Mütter, Töchter und Freundinnen. Jawohl! So Phrasen wie, das hat ja alles nichts mit dem Islam zu tun oder mit der Einwanderung. Lasst euch nicht von der Nazi-Keule beeindrucken. Sie wird mit jedem Tag wertloser. Sprecht aus, was euch widerfahren ist. Wir fordern den sofortigen Stopp der Masseneinwanderung, die Sicherung unserer Grenzen und eine konsequente Abschiebepolitik. Einmal! Freiheit, Tradition, Multikulti-Extraktion. Europa, Jugend, Rekonquista. Europa.
reagierte, als Donald Trump letztlich gewählt wurde und die friedlichen Unterstützer Hillarys auf einmal auf die Straße gingen und randaliert und gebrandschatzt haben. Wir hingegen haben das Glück, unseren Präsidenten nicht wählen zu dürfen. Er wird im Hinterzimmer mit Handschlag begrüßt und Ämter werden sich gegenseitig zugespielt. Das sind Zustände, die einer Demokratie unwürdig sind. In der Hinsicht können wir tatsächlich sagen, dass die Amerika wieder mal ein Vorreiter ist und uns tatsächlich zeigt, wie Demokratie funktionieren kann. Entgegen gleichgeschalteter Presse. Genau. Vielen Dank.